Captain America-Star Chris Evans hat aufgehört zu schauspielern. Er erzählte Variety Magazine, wenn ich Schauspielern werde, dann wird es unter Marvel-Vertrag sein. Oder ich werde Regie führen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen zu schauspielern, wenn ich nicht vertraglich dazu verpflichtet bin. Sein letzter Film war Captain America 2. Und offensichtlich wird er das Kostüm noch mindestens dreimal anziehen. Entweder für die Avengers-Filme oder weitere Captain America-Teile. Der 32-Jährige hat seine Prinzipien, wenn es darum geht, vor der Kamera zu stehen. Er verriet, dass er schon lange Regie führen wollte, aber irgendwie immer Jobangebote bekam. Er sagte, es erreichte einen Punkt, wo ich dachte, weißt du was, ich muss das machen. Weißt du was, Chris, wir werden dich und dein sexy Outfit vermissen. Wenn man die ganze Zeit den gleichen Charakter spielt, dann kann es schon nervig sein. Da hilft auch nicht der internationale Ruhm, den es mit sich bringt. Aber er ist nicht der einzige Schauspieler, dem es so geht. Robert Downey Jr. spielte diverse Male Iron Man. Ganz oben auf der Liste steht Hugh Jackman. In den letzten 14 Jahren spielte er 6-mal Wolverine in den X-Men-Filmen. Und soll es in den nächsten 3 Jahren sogar noch 2 weitere Mal tun. Also glaub nicht, dass du so einfach davonkommst, Chris.